Ich möchte euch heute zeigen, wie man Seife selber herstellt. Das macht total viel Spaß und ist total einfach, weil man solche Rohseifen mittlerweile in Bastelgeschäften kaufen kann oder wie ich das eben immer mache. Ich bestelle mir die Sachen immer. Ja, das sieht super schön aus, ist wieder eine total coole Geschenkidee, finde ich. Und wie gesagt, macht total Spaß. Alles, was ihr dazu braucht, was jetzt die Materialien betrifft, das verlinke ich euch wieder in der Infobox. Los geht's! Das sind nun die Materialien, die wir dafür brauchen. Das Wichtigste ist natürlich die Bastelseife. Das ist in dem Fall hier so eine Glycerinseife. Die besteht so aus pflanzlichen Fetten, ist unbehandelt und zur Weiterverarbeitung super geeignet. Ich habe so eine transparente Variante, die gibt es aber auch noch in so einem milchigen Ton. Aber ich habe mir gedacht, in der kommen vielleicht diese Pflanzen- und Blütenteile, die ich mit in die Seife einarbeiten möchte, besser zur Geltung. Wir brauchen wieder mal ein Messer, um die Seife einfach nur zuzuschneiden. Eine Waage, weil wir abwiegen müssen, damit wir wissen, wie viel Seife in die jeweilige Gießform gehört. Ein Gefäß, um die Seife in der Mikrowelle dann zu verflüssigen. Das kann man auch im Wasserbad machen, aber ich mache es in der Mikrowelle, weil es schneller geht. Dann haben wir hier solche Gießformen, die habe ich mir extra bestellt. Man kann aber auch ein Gefäß nehmen, ein flaches Gefäß, was nicht allzu groß ist. Da kann man die Seife auch reingießen und wenn die dann getrocknet ist, sich daraus die entsprechenden Stücke schneiden. Dann habe ich verschiedene Kräuter, die ich in meine Seife mitverarbeiten möchte. Das ist einmal die Melisse, Salbei und Pfefferminze. Die habe ich allerdings im letzten Sommer selber aus dem Garten geerntet und getrocknet. Ja, man kann das sicherlich auch mit frischen Kräutern dann machen, wenn die Kräuterzeit dann wieder so weit ran ist. Getrocknete Blüten, Lavendel und Rose habe ich hier. Dann die Seife, die in Rohform wir jetzt haben, riecht ja nach nichts. Und da gibt es hier extra Duftöle für Seife. Da habe ich hier verschiedene Düfte: einmal Rose, Lavendel und Mango Papaya. Und damit es ein bisschen Farbe bekommt, gibt es auch extra Seifenfarben. Ich habe mir überlegt, ich fange mal an mit dieser schönen runden Form. Dazu brauchen wir jetzt 65 Gramm. Das weiß ich daher, weil in meinen Gießformen einmal so eine kleine Beschreibung dabei war. Und hier sieht man das, zu der runden muss man sich 65 Gramm abmessen. So. Stellen wir mal unsere Waage auf. Machen wir nochmal aus. Und dann geht's los. Dann nehmen wir uns erstmal ein Stück. Kommen jetzt ab in die Mikrowelle. Ich mache erstmal eine geringe Wattzahl und schaue mir zwischendurch immer an, wie die Seife sich verhält. Also sie sollte jetzt nicht übelst überkochen, einfach, dass sie sich verflüssigt. Jetzt ist sie schön flüssig geworden. Mein erstes Seifenstück soll eine Rosenseife werden. Dazu nehme ich mir jetzt mein Duftöl mit dem Rosenbouquet. Und ich glaube, man macht das ein bisschen nach Gefühl. Es soll ja auch nicht zu überlagert riechen, aber es muss eben auch ein bisschen Duft haben. Und ich tropfe jetzt einfach nach Gefühl ein bisschen hier was rein. Kleiner Riechtest. Ist dann noch ein bisschen schwach. So, das müssten jetzt so 6-7 Tropfen gewesen sein. Und dann nehme ich mir meine Seifenfarbe. Das
ist immer nach Ermessen und nach Gefühl. Je nachdem, möchtet ihr sie dunkler haben, nehmt ihr mehr. Möchtet ihr sie heller haben, dann lieber sparsam mit den Seifenfarben umgehen. Ich habe jetzt hier mal 4 Tropfen genommen. Das, denke ich, reicht mir jetzt auch schon von der Farbe, damit ich meine Blütenblätter dann noch gut erkennen kann. So, ist das ein richtig grelles Pink eigentlich schon geworden? Naja. Okay. Dann, ich glaube, ich mische mir meine Blüten gleich mit unter die noch flüssige Seife, die wir jetzt hier in der Schüssel vorbereitet haben. Nächstes Stück Seife habe ich jetzt schon mal 56 Gramm von dieser rohen Seife wieder verflüssigt. Das soll nämlich mein nächstes Seifenstück sein. Ne? Und gleiches Prinzip wie gerade eben. Ich habe wieder Lavendelduftöl, tropfe ich wieder rein. Habe ich ja schon 2 schöne Seifen mit Blüten gemacht. Jetzt möchte ich aber noch welche mit Kräutern machen. Und dazu habe ich mir wieder die entsprechende Menge an Glycerinseife verflüssigt. Und ich habe jetzt hier noch andere Duftöle, die habe ich jetzt beim Anfang nicht mit vorgestellt, aber das nehme ich jetzt noch mit dazu. Da haben wir hier einmal die Zitronenmelisse, wieder nach Ermessen. Das waren jetzt ungefähr wieder so 5 bis 6 Tropfen. Dann habe ich ja passend dazu Melissenblätter. Dann werde ich dem Ganzen noch ein bisschen, aber nur ein bisschen von der, grünen Seifenfarbe hier mit dazu mischen. Aber das hat eigentlich schon einen schönen grünen Ton. Ich mache mal 1, 2 Tropfen nur. Ich glaube, sonst wirkt es auch sehr unnatürlich. Total stark noch.
Wie gesagt, im Sommer probiere ich das bestimmt auch nochmal aus, aber dann mit ganz frischen Kräutern. Das sind jetzt eben nur die getrockneten. Anders geht das gerade im Winter nicht. Es sei denn, man kauft sich die frischen natürlich irgendwo im Geschäft. Das sieht ein bisschen giftig aus. So, dann habe ich hier noch ein paar ganze Salbeiblätter. Kommt auch noch mit als Deko oben drauf. So, kommen wir nun zur letzten Seife. Das sind jetzt nochmal genau 100 Gramm, die ich da erwärmt habe. Und da nehme ich mir jetzt das Eukalyptus-Duftöl. Das riecht sehr stark. Und da mache ich wieder ein bisschen, was ich hier noch habe, wieder ein bisschen Pfefferminze rein. Salbei. Und noch ein bisschen Melisse. Diesmal komplett ohne Seifenfarbe, sodass man wirklich richtig schön die Pflanzenteile erkennt. Noch ein frisches Rosmarinzweigchen aus meiner Küche stibitzt und das kommt jetzt noch mit als Dekoration oben drauf. Jetzt stellen wir das Ganze in den Kühlschrank. Die Seife hat nun erstmal ihren Platz im Kühlschrank gefunden und damit sie da besser und schneller abkühlt, verschwindet sie jetzt hier drin für 30 Minuten. Ich habe jetzt die Seife aus dem Kühlschrank geholt. Die war auch nicht ganz 30 Minuten drin, das ist noch ein bisschen schneller gegangen mit dem Abkühlen. Und ich hatte von meinem ganzen Stück Rohseife hatte ich noch ein bisschen übrig und das hätte in keine von diesen großen Seifenformen mehr reingepasst. Deswegen habe ich mir die, das habe ich nicht gezeigt, das war so eine spontane Idee. Jetzt habe ich die einfach nochmal verflüssigt in so kleine Formen hier gegossen. Das ist so eine Silikonform, womit man Pralinen selber machen kann, gab es mal beim Discounter. Und ja, das ist ganz gut, dachte ich so, für die Reste. Und es ist irgendwie niedlich in dieser Herzform. Die kleinen Seifenstücken aus der Silikonform rauszubekommen, das war total einfach. Und guck mal, wie niedlich das aussieht. Da habe ich doch wieder eine super Idee gehabt. Und ja, eins habe ich jetzt schon rausbekommen, das ist die Lavendelseife. Also einfach umdrehen, hoffen, dass es gut geht und nicht zerbricht. Und einfach immer von oben, die jetzt hier so gleichmäßig drauf drücken, dann müsste sie, jetzt kommt sie raus, rausfallen. Werfen wir noch mal einen Blick auf unser Ergebnis. Also sind zwei Kräuterseifen entstanden, einmal mit Zitronenmelisse und einmal mit Eukalyptus. Und zwei Blütenseifen, das ist die mit dem Rosenduft. Und daneben ist die mit dem Lavendelduft. Ja, viel Spaß beim Nachmachen. Wie ihr seht, ist das eigentlich ganz einfach und macht Spaß. Ich freue mich schon aufs nächste Video und ja, wie gesagt, lasst mir wieder Likes und Kommentare da. Tschüss!